Jo Leute, willkommen zurück. Heute mal wieder mit einem neuen Video. Wie im letzten Video angekündigt, nur leider mit ein bisschen Verspätung, kommt heute das Video zum Alfacher Mint Rift Cream. Seht ihr hier die OVP? Ja, hier die schöne Minze und Cremenote drauf. Ist die 50 Gramm OVP aus Ägypten. Hier seht ihr noch mit Dings. Ja, Geruch machen wir nachher. Kommen wir erstmal zum Kopfbau und Schnitt und so. So, komm mal her, Kopf. So, rauchen tun wir in der Lule Bowl. Dann machen wir euch wieder mal ein bisschen heller. So, also ihr seht, es ist ein wirklich sehr feiner Schnitt. Zuletzt hatte ich einen so feinen Schnitt beim Pfarrer Berries. Er ist schön rot. Feucht ist er auch ordentlich. Also kann man nicht meckern. Jo. Machen wir ihn auf. So. Kommen wir zum Setup. Also ihr habt gesehen, ich habe ihn bis kurz unter den Rand gebaut. Also nicht wie sonst immer bis genau zum Rand. Sondern heute nur bis kurz zum unterm Rand. Rauchen tun wir im Lotus. Ich hoffe, es wird so reichen, wie ich ihn gebaut habe. Na, wird schon werden. Aber werden wir dann sehen. Wir rauchen in der Genie Skyline. Wir rauchen an mit zwei Kohlen. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt Kohlen rein. Und dann sehen wir uns wieder. So, gut, dann sind wir zurück. Würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Geruch von dem schönen Mint Rift Cream. Wir warten jetzt so lange, bis der Lotus warm ist. Deswegen können wir jetzt mal zum Geruch kommen. Also geruchlich. Muss ich ehrlich sagen, finde ich ihn nicht so prickelnd. Irgendwie riecht er komisch, finde ich. Aber was kann man beim Geruch erkennen? Na, ich wollte gerade so einen auf Kenner machen, aber nein. Also ihr riecht wirklich, Minze riecht ihr raus, aber meiner Meinung nach nicht übertreffend. Also ich finde, die andere Note, sprich die Cremenote da drinne, riecht kräftiger. Wenn ich jetzt mal kurz an einem anderen Minztabak rieche. An dem von Aroha, wenn man da drin riecht, da brennt es richtig in der Nase. Die Minze, also das ist schon ein Unterschied. Ja, kommen wir jetzt hier nochmal richtig zum Geruch. Also, ihr riecht dann und es hat irgendwie, wie gesagt, Minze im Hintergrund und diese Cremenote. Weiß ich nicht, die erinnert mich irgendwie an so eine Schokoladennot oder so, vielleicht so After Eight mäßig. Aber ja, komisch, weil Mint with Cream hat ja eigentlich nichts mit Schokolade zu tun. Aber entweder sind meine Geruchszellen ein bisschen kaputt oder wer weiß. Aber Schnitt war auf jeden Fall schon mal top. So. Dann wollen wir den noch jetzt mal testen, weil darauf bin ich echt gespannt. Cream, also Minze steht ja voll drauf. Cream dazu hört sich geil an, aber dadurch, dass er jetzt halt nicht so geil roch, ja, bin ich echt gespannt, weil ich habe hiervon erwartet. So, fangen wir mal an. Vorher nehmen wir noch einen Schluck. So, gut Leute. Ich habe jetzt doch mich dazu entschlossen, noch einen kleinen Cut zu machen, weil das Anrauchen dann doch ein wenig zu lange gedauert hat, da ich ein bisschen zu wenig Tabak reingemacht habe. Also ich habe den jetzt 10 Minuten lang angeraucht. Jetzt ist er voll da. Könnt ihr mal sehen.
Ne, jetzt ist er gut da. Gut. Kommen wir jetzt mal zum Geschmack. Jetzt, ich bin wirklich überrascht. Nach dem Geruch habe ich nicht mehr so viel erwartet. Aber so muss ich sagen, er schmeckt geil. Es ist was, was man pur rauchen kann. Mischen wird man es bestimmt auch ordentlich können. Man schmeckt hier wirklich eine Minze raus. Die ist nicht so lasch wie im Geruch, sondern hier überwiegt sie. Und die Cremenote hat hier einen leichten Touch im Hintergrund. Also wenn man hier ausatmen tut, dann schmeckt man wirklich diese Minznote schön hinten im Rachen. Das ist schön erfrischend. Und die Cremenote, wenn man sich dann so ein bisschen der Zunge so leckt, oder ihr wisst schon, was ich meine, schmeckt man die Cremenote auch. Also es ist sehr lecker. Ich kann den Tabak auf jeden Fall ohne große Bedenken weiterempfehlen. Deswegen gönne ich mir den jetzt weiter. Denke mal, werde mir davon morgen einfach mal ein Kilo holen. Weil der ist echt Bombe. Da kann ich nur sagen, also wenn ihr irgendwie an den rankommen solltet, ist was sehr Leckeres. Nur zu empfehlen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Kurze Frage vorher noch. Und zwar, was haltet ihr davon? Mal ein Video, ich beim FIFA zocken. Mit Facecam und das Gameplay im Hintergrund. Hättet ihr Bock auf sowas? Dabei rauche ich eine Pfeife, FIFA und Facecam halt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Dann würde ich das vielleicht einfach mal machen beim FIFA zocken mit Facecam. Hätte ich mal Bock drauf. Müsst ihr nur mal sagen, was ihr davon haltet. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut da rein.